Okay, bevor das Video losgeht, darf ich dir ganz kurz eine Frage stellen. Wenn du an den coolsten Dude aus Jurassic Park denken müsstest, wer wäre das? Hold on to your butts. Ganz genau. Samuel L. Jackson in der Rolle. Samuel L. Jackson in der Rolle des John Arnold ist eigentlich eine Legende aus Jurassic Park und das nicht zu Unrecht, denn der Typ ist einfach nur ziemlich cool, egal in allem, was er sagt, egal in allem, was er macht und egal, wie ekelhaft er auch wirklich abtritt. Obwohl wir das gar nicht so wirklich sehen. Im Film sehen wir lediglich, wie Ellie Sattler in einem Bunker, in dem sie gerade den Strom aktivieren soll, John Arnolds Arm findet. Und man denkt sich als Zuschauer so ein bisschen, wie ist denn das jetzt passiert? Warum die Szene nicht im Film war, hat einen ganz einfachen Grund. Während den Dreharbeiten zu Jurassic Park gab es auf Hawaii einen richtig heftigen Sturm und deswegen konnte Samuel L. Jackson nicht ans Set fliegen. Er selbst hat aber sogar betont, es gäbe eine Szene bzw. es stand eine Szene im Skript, die er aber nicht spielen konnte aufgrund dieses Sturms. Und über diese Szene sprechen wir mal ganz kurz und genau wie in den anderen beiden Jurassic Park Videos, Achtung, es wird wieder mal ekelhaft. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Also, klären wir vorab mal ganz kurz, was wir denn im Film wirklich sehen. Wir bemerken, dass Dennis Nedry es geschafft hat, den Strom auszuschalten und daraufhin möchte Ellie Sattler den Strom wieder anschalten. Mr. Arnold allerdings verabschiedet sich schon vorher von der Gruppe, weil er das Ganze mit dem Strom eigentlich übernehmen möchte, aber er kommt nicht mehr zurück. Und als Ellie dann im Bunker auftaucht, in dem man eben auch die Stromreaktoren wieder aktivieren kann, merkt sie, dass da ein Velociraptor drin gefangen ist und eben auch Mr. Arnolds Arm tatsächlich nur noch. Im Originalskript hat man aber noch sein Torso gesehen. Das heißt, Ellie Sattler oder die Schauspielerin von Ellie Sattler, Laura Dern, ist sogar noch über einen Torso von John Arnold gestolpert. Hier habt ihr mal ein Bild dazu. Das heißt, das Requisit dazu gab es auch schon. Man hat sich dann aber dazu entschieden, das doch nicht zu machen. Jetzt stellt sich hier allerdings eine ganz große Frage. Man sieht vorher, wie Ellie den Bunker aufmacht. Wie ist der Raptor da reingekommen? Da könnte man natürlich auch sagen, ey, der Raptor war da eben drin, weil die wissen ja, wie man Türen aufmacht. Allerdings wissen wir auch, dass diese Bunker verschlossen sind. Das heißt, Mr. Arnold wird den Bunker eben geöffnet haben und dadurch konnte Ellie erst in den Bunker rein. Wie war jetzt aber der Raptor schon vorher in diesem Bunker drin? Und das erzählt uns zum einen der Roman und zum anderen gibt es da eben bestimmte Drehbuchauszüge, die sich aber alle auf dem Roman berufen. Und zwar wäre das Ganze wie folgt abgelaufen. Wir hätten gesehen, wie Mr. Arnold den Schutzbunker betreten hätte, beziehungsweise den Strombunker. Hat das Teil irgendeinen Namen? Der Bunker, in dem der Strom angeschaltet werden kann. Wie nennt man denn sowas? John Arnold betritt den Strombunker und merkt dann aber, oh, das Ganze ist hier schon recht düster. Ich sehe einfach nichts. Wie wir alle wissen, wenn du nichts siehst, hast du schlechte Karten, irgendwelche Knöpfe und Schalter zu finden. Also kam er auf die glorreiche Idee, ich kann ja meinen Schuh an die Tür anlehnen, damit die Tür ein Stückchen offen bleibt und dadurch Licht hereinkommt. Gesagt, getan, Mr. Arnold bekommt dadurch also ein bisschen Licht und der Lichtstrahl reicht auch direkt bis zum Ende des Raumes. Er macht sich auf den Weg, merkt dann aber beim Laufen, dass es ganz kurz wieder dunkel wird. Und als er sich dann eben umdreht, bemerkt er, dass da ein Velociraptor im Gang drin steht. Der Raptor schiebt beim Reinlaufen allerdings den Schuh von Mr. Arnold mit in diesen Bunker rein und die Tür knallt eben wieder zu. Jetzt haben wir das Szenario, was wir eben auch aus dem Film haben, beziehungsweise erklärt das jetzt so ein bisschen, wie alles zustande gekommen ist. Der Velociraptor ist im Bunker drin, Hey Arnold ist im Bunker drin und jetzt haben wir eben eine Konfrontation der beiden. Das Spannende an der Szene wäre allerdings gewesen, dass die fast ausschließlich im Dunkeln gespielt hätte und wir so gut wie nichts gesehen hätten, bis auf ein paar Silhouetten. Ich hätte das einfach zu gerne gesehen. Denn die ganze Szene wäre kurz wie ein Katz-und-Maus-Spiel abgelaufen. Wenn ich sage kurz, meine ich wirklich nur sehr kurz. Mr. Arnold hätte sich an den Boden gelegt und hätte versucht zu hören, wo sich der Velociraptor entlang bewegt. Und da hätten wir dann auch wieder das ikonische Klong, Klong, Klong der Kralle mitbekommen. Und ich glaube, dass das als Zuschauer schon ziemlich heftig gewesen wäre. Denn Mr. Arnold findet daraufhin eine Taschenlampe und flackert mit dieser Taschenlampe herum. Und dadurch hätte man dann immer wieder ab und zu Silhouetten des Velociraptoren sehen können, bis Mr. Arnold dann eben gefressen worden wäre.
Jetzt denkst du dir halt zu Recht, du hast eben noch gesagt, das wird widerlich. An sich ist das gar nicht widerlich. Es ist spannend, ja, da solltest du mir recht geben. Was du auch machen solltest, ist übrigens diesen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Das wäre ziemlich cool. Aber ansonsten ist ja nicht viel Ekelhaftes mit dabei gewesen. Das kommt jetzt aber noch. Und hier weichen wir jetzt auch ein bisschen vom Buch ab. Und ich dachte mir, das ist doch heftiger als im Buch. Also dafür, dass man alle möglichen heftigen Stellen aus dem Buch herausgenommen hat, versucht man jetzt das in den Film mit reinzubringen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es im Buch abgelaufen ist. Dazu kommen wir noch. Ich werde eine Buchbesprechung machen. Kapitel für Kapitel gehen wir das Ganze durch. Ich weiß allerdings, dass das nicht der Fall war, so wie es jetzt eben hier das Skript hergegeben hat. Im Film sollte das nämlich so ablaufen, dass Mr. Arnold mit dem Rücken quasi gegen einen Pfosten oder gegen die Wand stößt und daraufhin der Velociraptor ihm mit dem Bein gegen den Magen tritt und ihm dann mit der Kralle einfach einmal runter den Magen aufreißt. Ähnlich wie wir es auch bei Dennis Nedry gesehen haben, dass dann die Innereien daraus quillen und alles. Als Mr. Arnold dann versucht, sich mit den Händen zu wehren und vor dem Raptor zu verteidigen, beißt dieser allerdings zu, presst seinen Körper weiterhin gegen die Wand und reißt ihm dann einfach den Arm heraus. Deswegen finden wir auch dann später den Arm. Was mit dem Rest passiert, weiß man nicht so ganz genau. Im fertigen Film sollte das Ganze nämlich so aussehen, dass der Arm auf Ellies Schulter landet, so wie es eben auch im Film passiert ist. Aber der Torso bzw. der ganze restliche Körper sollte zur Hälfte unter einem Schrank liegen. Wahrscheinlich, damit man nicht sieht, wie ekelhaft das aussieht. Man hat allerdings vorher gesehen, wie er ihm den Arm abreißt. Ich schätze mal, das Ganze wäre nicht wirklich 1:1 so umgesetzt worden. Man hätte das irgendwie nur angedeutet, dass der Zuschauer das eben versteht. Aber ja, man hätte das Ganze nicht gezeigt mit Gedärmen oder allem drum und dran. Das wäre wohl nicht passiert. Und ich finde es interessant, dass wir diese Szene wirklich bekommen hätten, wenn es einfach keinen Sturm auf Hawaii gegeben hätte. Verdammt seist du, Hawaii. Ich hätte die Szene auf jeden Fall nur zu gerne gesehen und ich fand auch schon immer, dass das so ein Stück war, dass irgendwie, es fühlt sich so an, als würde da etwas fehlen, wenn man dann sieht, wie Ellie die Überreste von Mr. Arnold entdeckt. Man hat sich dann damals schon im Kino oder beziehungsweise auf der DVD, man denkt sich jedes Mal, hier fehlt irgendwie ein Stück. Wie ist der Raptor da reingekommen? Was ist denn da drin wirklich passiert? Ja, das ist auf jeden Fall jetzt die Antwort. Der Raptor ist eben reingekommen, weil Mr. Arnold ihn mehr oder weniger reingelassen hat. Dieses Video mag jetzt vielleicht nicht ganz so nervenaufreibend gewesen sein, wie jetzt die letzten beiden, aber ich bin der Meinung, man sollte das Ganze mal besprechen. Ich finde es nämlich sehr interessant, dass diese Szene wirklich existiert und umgesetzt werden sollte. Und wie gesagt, es war einfach nur ein dämlicher Zufall, dass das nicht passierte. Wir kommen zu Mr. Arnolds Tod auch nochmal, wie das Ganze im Buch beschrieben ist. Da ist es gar nicht sehr viel anders, also da ist es ungefähr genauso. Und wie gesagt, wir besprechen ab jetzt. Die nächsten Jurassic Park Videos gehe ich mit euch Kapitel für Kapitel durch. Wir gehen das ganze Buch durch. Und ich mache jetzt hier nicht einfach nur eine langweilige Buchbesprechung draus. Ich erkläre euch das Ganze mit Bildern, so wie ich das eben auch in den anderen Videos gemacht habe. Das heißt, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, das Buch nicht gelesen habt, auf jeden Fall auf diesem Kanal hier bleiben, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Ihr könnt euch das Lesen sparen, ihr könnt euch sogar das Zuhören eines monotonen Hörbuchs sparen. Ich quatsch mit euch über die einzelnen Kapitel des Buches und wenn wir dann damit durch sind, auch gerne in einem Livestream mal zusammen über die großen Unterschiede zwischen Jurassic Park, dem Buch und eben dem Film, weil da doch einiges zu sagen ist. Vielleicht schaffe ich das Ganze sogar noch vor Kinostart von Jurassic World 3. Dann kann man das so im Übergang dann dazu machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten Videos dem Buch widmen. Jetzt bin ich aber mal auf deine Meinung gespannt, beziehungsweise hast du gewusst, dass diese Szene wirklich existiert und einfach nicht gedreht werden konnte wegen eines Sturms? Oder bist du genauso überrascht wie ich? Ich hatte davon nämlich keine Ahnung und ich habe mir bis jetzt wirklich jede beschissene Doku von Jurassic Park angeguckt. Das wurde, glaube ich, nirgendwo erwähnt. Oder ich habe einfach nicht richtig zugehört. Das kann natürlich auch sein. Was hältst du außerdem von der Idee, das Buch mal wirklich Stück für Stück und Kapitel für Kapitel durchzugehen? Findest du es eine gute Idee oder sagst du, interessiert mich nicht, für den Fall ist es auch nicht schlimm, weil das ist nur ein Teil des aktuellen Contents, der jetzt auf euch zukommt. Godzilla-Content kommt ebenfalls parallel zum Jurassic Park-Content. Und damit bin ich aber auch Strauß für heute. Bereitet euch aber schon mal seelisch und moralisch darauf vor, dass es im Buch teilweise wirklich heftig wird. Und wir beginnen nächste Woche mit dem ersten Kapitel bzw. mit dem Prolog. Der Engine-Vorfall. Freut euch schon mal drauf, ist nicht ohne, hat auch schon einiges zu bieten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.